Wir brauchen eine Teilung der drei Hauptthemen. Der Strompreis, der Gaspreis und die Gasversorgung und der Öl- und der Spritpreis. Diese drei Themen überlagern sich gerade so sehr, dass die Bürger in großer Sorge sind, dass sie in den nächsten Wochen nicht mehr in der Lage sind, ihre Finanzierung zu sichern und viele Betriebe uns gegenüber anzeigen, dass sie im Moment ganz massive Sorgen haben. Ich will ein Beispiel sagen, das ist nicht nur der Bäckermeister in Gera mit rund 100 Beschäftigten, der anzeigt, dass er umgestellt hat auf Erdgas und nicht weiß, wie er seinen Betrieb jetzt durch diese Situation bringen soll, wenn wir Gaspreise haben, die kurze Zeit bei 300 Euro die Megawattstunde lagen. Ursprünglich ist der Preis mal gestartet bei 14 Euro die Megawattstunde. Gestern sind wir wieder in Richtung 178 Megawattstunde zurückgegangen, aber das ist immer noch ein Vielfaches von dem, was die Ursprungsfinanzierung war, als solche Betriebe wie der Bäckermeister sich entschieden haben, solchen Weg zu gehen. Ich kriege gerade von einem großen Automobilzulieferer vor 10 Minuten angekündigt, dass er von seinem Zulieferbetrieb, der das Plastikgranulat liefert, aus dem dann die ganzen Spritzgussteile hergestellt werden und die gesamten Verformungsteile hergestellt werden, er kriegt einfach eine Ankündigung, dass er sofort 15% mehr zu bezahlen hat, obwohl er vertraglich völlig anders gebunden ist. Das heißt, wir erleben gerade auch eine massive Druck- und Drohkulisse, die einzelne Akteure im Markt jetzt gegenüber dem Schwächsten in der Kette anwenden. Und Ähnliches vollzieht sich, wenn ich von einem Erfurter Rentner höre, dass er bei seiner Gasfirma, die ihn mit Gas versorgt, eine Ankündigung hat von fast 600% Steigerung auf den Gaspreis, den er dann ab 1. Januar zahlen soll. Wenn mein Lebensmittelhändler mir sagt, dass die Strompreisentwicklung bei 80 Cent die Kilowattstunde ist ab 1. Januar, dann ist deutlich, dass weder der Lebensmittelhändler das in die Kalkulation reinnehmen kann, noch dass ein Krankenhaus oder eine Reha-Klinik, die damit auch niemand anderem diese Kosten überwälzen können, dass sie mit dieser Situation nicht klarkommen. Aus all diesen Gründen hat die Thüringer Landesregierung heute ganz deutlich die Erwartungshaltung formuliert, dass der Strompreis vom Gaspreis getrennt werden muss, und zwar unmittelbar, und dass auf diese Art und Weise der Strompreis deutlich gesenkt werden muss. Es kann nicht sein, dass Erdgas und die Erdgaspreisentwicklung den Strommarkt bestimmt. Die sogenannte Merit Order Regel ist mal geschaffen worden, um regenerative Energieträger, Investitionen in die regenerative Energieproduktion zu schützen. Und dass jetzt diese Merit-Order-Regel auf einmal dazu führt, dass der viel zu hohe Gaspreis zur Anwendung kommt, um den Strompreis zu definieren, das ist unerträglich und nicht zu akzeptieren. Deswegen die klare Aufforderung an die Bundesregierung, der Strompreis ist unmittelbar vom Gaspreis zu trennen und der Strompreis muss sich definieren nach den Gestehungskosten, wie Strom hergestellt wird. Und regenerative Energien, die wir auch in Thüringen haben, Biogas, Biomasse, Photovoltaik, Windkraft und Pumpspeicherwerke können zu einer ganz anderen Kalkulation einen Strompreis in den Markt geben, an den Kunden leiten, wenn nicht diese Merit-Order-Regel und der einheitliche Strompreis in Deutschland und Europa im Moment dagegen stehen würde. Deswegen bin ich nicht ganz glücklich darüber, dass die Vorlage, die für morgen uns übermittelt worden ist, an dieser Stelle sagt, man wolle erst eine europäische Neuregelung abwarten. Es gibt hier nichts mehr abzuwarten. Es ist jetzt Zeit zum Handeln. Die Bürger, die Wirtschaft, die sozialen Verbände, die Vereine, auch die Sportvereine, alle warten darauf, dass es ein deutliches Preissignal beim Strom gibt, weil diese Strompreisgestaltung hat nichts, aber auch gar nichts mit Herrn Putin zu tun und mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Und deswegen kann man das nicht mit der Gasmangellage vermischen. Es ist auch kein Zufallsgewinn, wenn auch Herr Lindner immer darauf besteht, dass im Strommarkt die Strompreisbremse erst eingesetzt werden kann, wenn Zufallsgewinne abgeschöpft werden und diese dann für die Bürger eingesetzt werden. Es kann kein Zufall sein, wenn dieser Strommarkt staatlich geregelt ist. Ein geregelter Markt, den Politik so bestimmt hat, wie er jetzt funktioniert und was, als es geschehen ist, auch richtig war, jetzt aber sich ins genaue Gegenteil dreht, kann nicht warten, bis Zufälle
die gar keine Zufälle sind, sondern tatsächlich marktkonform entstehen, also Markt durch einen geregelten Markt, der nach falschen Prinzipien im Moment funktioniert. Deswegen erste Botschaft, der Strompreis ist jetzt zu trennen und deutlich abzusenken. Die Kunden müssen das unmittelbar spüren, damit auch das, was wir montags auf den Demonstrationen haben, diese Bürger ein Gefühl dafür haben, dass die Windkraftanlagen, die in ihrer Nachbarschaft sind, mit 5 Cent die Kilowattstunde Strom herstellen können, dass dieser preiswerte Strom bei Ihnen auch ankommt. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung, der Ölpreis, der Rohölpreis, die Weltmarktpreise im Öl haben mit den Spritpreisen an deutschen Tankstellen nichts mehr zu tun. Wenn alleine zwischen Berlin und Thüringen 20 Cent Differenz sind, wenn ich an einem Tag in Berlin starte und 3 Stunden später an Thüringer Tankstellen schaue und sehe, da sind 20 Cent Differenz alleine nur auf der Strecke, dann wird deutlich, dass ein Spritpreis, der in Ostdeutschland am höchsten in ganz Deutschland ist, dass dieser Spritpreis nicht mehr gerechtfertigt ist. Da erwarte ich eine klare Positionierung des Bundes, dass man in diese Marktsituation, die nicht mehr mit einem fairen Markt zu tun hat, dass man in diese Marktsituation eingreift und tatsächlich die Sprithersteller, die Verarbeiter von Öl, und dazu gehört auch die russische Firma Rosneft, die jetzt unter Staatsaufsicht steht, dass diese Firmen dazu genutzt werden, dass preisdämpfend eingegriffen wird, der Spritpreis muss runter, er muss wieder in Relation zu den Herstellungskosten und den Beschaffungskosten. Und das dritte Thema ist das Thema Gasmangel. Da wird es ein paar Besonderheiten ja jetzt schon geben. Ab 1.10., also in wenigen Stunden, wird die Mehrwertsteuer bei Gas auf 7% sinken. Das ist gut und richtig so. Aber Uniper, der größte Gasbeschaffer, also wir reden von der Großhandelsbeschaffung, der größte Gasbeschaffer Uniper wird jetzt verstaatlicht. Die Verstaatlichung geht jetzt gerade los. Und da ist unsere Positionierung, dass man dann die Großhandelsstufe der Beschaffung komplett in staatliche Hand nehmen muss, sodass tatsächlich ein einheitlicher Gaspreis entsteht, zu dem dann auch die Stadtwerke und die Gaslieferanten auch in der Lage sind, sich mit Gas zu versorgen. Und diese Gasumlage, die im Moment noch gesetzlich genormt ist, muss abgeschafft werden. Das heißt, der Teil Mehrwertsteuersenkung plus Verzicht auf Gasumlage kann genutzt werden, um eine Gasbeschaffung so sicherzustellen, dass eine Gasmangelsituation nicht mehr eintritt. Damit man den Bürgern sagt, und da hat die Bundesregierung gute Arbeit gemacht, auf der Seite der Beschaffung hat die Bundesregierung alles getan, um möglichst viele Quellen zu erschließen und für uns auch jetzt herstellbar und lieferbar zu schaffen. Allerdings zu einem Preis, der bundesweit gewälzt werden muss. Das heißt eine Verteilung, dass es einen einheitlichen Gaspreis in ganz Deutschland gibt, damit er kalkulatorisch dann so gedämpft werden kann, dass auch der Bäcker diesen Gaspreis wenigstens in der Phase, in der wir uns jetzt bewegen, so finanzieren kann, dass er sie auch refinanziert bekommt. Und zu all dem haben wir als Landesregierung, das waren jetzt die drei Botschaften in Richtung der Bundesregierung. Zu all dem haben wir als Landesregierung klargestellt, dass wir jetzt ein Sondervermögen auflegen. Der Landtag hat die Weichen dazu am Freitag auf den Weg gebracht, hat die Weichen gestellt. Ein Härtefallfonds eingerichtet wird und dass ein Bürgschaftsrahmen geschaffen wird für Stadtwerke, kommunalwirtschaftliche und gewerbliche Betriebe. Der Fonds, den wir beredet haben im Moment, liegt bei rund 200 Millionen, da muss man jetzt die Vorbereitungen schaffen, was alles in diesem Sondervermögen mit abgedeckt werden kann, was reine Thüringer Angelegenheiten sind, wo wir Betrieben oder Vereinen, Verbänden, Institutionen, Reha-Einrichtungen beistehen können, damit sie durch diese schwere Situation, die jetzt ist, auch besser hindurchkommt. Und dann die Investitionslenkung daran gekoppelt wird, zu sagen, der aus fossiler Energie jetzt aussteigt, muss auch in die Lage versetzt werden, regenerative Energien selber produzieren zu können. Und das meint ausdrücklich Windkraft, Photovoltaik, das meint ausdrücklich Biogas. Eine Bemerkung will ich machen. Die CDU hat am Freitag durchgesetzt, dass ausdrücklich das Thema Atomkraft
auch der Landesregierung aufgegeben ist. Es geht um 3 Atomkraftwerke in Deutschland. Ich will das gerne wiederholen, dass die Landesregierung selbstverständlich die Beschlüsse des Landtags ernst nimmt. Diese Atomkraftwerke müssen nur funktionieren. Was ich nicht machen kann, ist eine Botschaft zu verkünden, wenn ich höre, dass in Isar 2 eine Leckage ist und wenn ich höre, dass für die 3 Atomkraftwerke nicht ausreichend Brennstäbe beschafft worden sind, um sie dauerhaft weiterlaufen zu lassen, kann ich nur sagen, ich appelliere an die Verantwortungsträger auch der Atomkraftwerke, dass nur gesicherte Atomkraftwerke Strom produzieren können. Und ich appelliere an die CDU in aller Deutlichkeit, nicht nur monothematisch von den Atomkraftwerken, den 3, zu reden, sondern mit derselben Vehemenz dafür einzutreten, dass alles, was wir sofort an Strom- und Energiegewinnung selber organisieren können, das ist Biomasse, also Biogas aus den Anlagen, die die Thüringer Bauern haben, könnten 50% mehr an Volumen jetzt schon herstellen. Das ist im Moment gedeckelt durch Auflagen, die der Bund gemacht hat, die in den Fördergelder-Maßgaben mit beinhaltet waren. Damit die Bauern sich nicht fördermittelschädlich verhalten, müssen sie auch in die Lage versetzt werden, alles an Energie herzustellen, was in irgendeiner Form von ihnen noch hergestellt werden kann. Dasselbe gilt für 600 Photovoltaikanlagen, die wir in Thüringen haben, die abgeregelt sind und die nicht ins Netz einspeisen dürfen. Die könnten sofort ein gewisses Maß, eine gewisse Menge an zusätzlicher Energie produzieren. Und dasselbe ist, das wissen Sie, Windkraftanlagen werden häufig dann vom Netz genommen, wenn im Netz zu viel Strom ist. Dieses zu viel an Strom könnte gewandelt werden, indem wir es einspeichern in den Pumpspeicherwerken in Thüringen. Das heißt, wir könnten auch unsere eigene Energiebilanz in Thüringen deutlich verbessern, mit dem Ergebnis, dass wir preiswerteren Strom für die Kunden anbieten könnten und mit dem Biogas entsprechend jetzt schon Voraussetzungen schaffen. Also eine Firma, die eine große Backofenanlage hat, in der 1 Million Pizzen am Tag hergestellt wird, würde gerne auf Biogas umstellen. Wir würden gerne den Weg mit Ihnen gehen, dass Sie das auch machen können. Und so wollen wir neben den Werken wie den Glaswerken oder der Firma Mohr & Bender in Weißensee, dort gibt es die Anträge, und in Tridelta Campus in Eisenberg würden wir gerne, dass auf den jeweiligen Industriegeländen auch entsprechende Eigenstromversorgungsanlagen aufgebaut werden können. Das würde auch diesen Firmen einfach helfen, deutlich günstiger Strom herzustellen und diesen Strom auch zur Verfügung zu haben. Das muss jetzt ineinander greifen, und deswegen ist mein Petitum an die Bundesregierung: Habt endlich Mut, kraftvoll in diese Themen einzusteigen. Die 3 Themen sind zu regeln. Es ist nur im Moment für mich ein bisschen befremdlich. Während ich hier stehe und spreche, weiß ich nicht, ob ich morgen in Berlin bin oder nicht. Der Bundeskanzler wird mir angezeigt, sei in Quarantäne. Das heißt, er wird zugeschaltet, und man habe sich bis jetzt noch nicht entscheiden können, ob wir dann zusammen im Kanzleramt sind und er uns zugeschaltet ist, wir aber mit der anderen Teil der Regierung reden können, weil es wäre auch ganz spannend, mit dem Finanzminister darüber zu reden, was denn mit der Schuldenbremse ist. Seine ideologische Blockiertheit, dass die Schuldenbremse als Tabu über allem steht, ist genauso eine Blockade wie das Thema Atomkraft, die 3 Werke weiterlaufen oder nicht. Ich würde gerne über das eine reden und auch über das andere reden, aber ich brauche dafür eine Bundesregierung, die mutiger in die Themen einsteigt, einen Bundesfinanzminister, der mutig den Rahmen schafft, damit wir abgesichert sind für die Aufgaben, die wir gegenüber der Wirtschaft, den Menschen, den Verbrauchern auch absichern können. Und letztlich brauchen wir ein klares Petitum. Alle Probleme, die wir derzeit haben, sind lösbar. Ich halte sie alle für lösbar. Ich halte sie auch energetisch für lösbar. Ich halte sie auch technisch für lösbar. Ich halte sie auch dann preislich für lösbar, wenn wir gegenüber den Bürgern sagen, der Strompreis ist in einem irrealen Höhe abgehoben. Das muss wieder runter. Der Gaspreis muss so lange eine Stabilisierung erfahren, bis die einzelnen Firmen auch umrüsten können, beziehungsweise Herr Putin endlich wieder Gas liefert, denn der Einzige, der im Moment Gas nicht liefert, ist Russland. Und nicht wir und nicht die Sanktionsliste sind daran schuld, sondern es ist ein Teil offenkundig der Kriegsstrategie, die Russland anwendet, dass einfach durch Nord Stream 1,
durch Jamal und durch Transgas, die drei Pipelines, die zur Verfügung stehen, einfach überhaupt kein Erdgas fließt. Und deswegen glaube ich, es ist jetzt notwendig, dass wir uns auch dauerhaft von einer Illusion lösen, nämlich einem Rohstofflieferanten, der uns im Zweifelsfall in Kriege mit hineinzieht. Das, glaube ich, sollte eine der Lehren sein. Und das, was wir können, ist Eigenstromversorgung und damit raus aus den Überregulationen, die wir jetzt, und das muss Politik machen, das muss die Bundesregierung gemeinsam mit uns als Landesregierung machen. Letzte Bemerkung, die Betriebe, die jetzt umstellen wollen, weil sie bislang mit Erdgas brennen und eine Möglichkeit haben, auf andere Energieträger umzuschalten, Fuel-Switch, da, wo dieses Umschalten notwendig ist, helfen wir unmittelbar. Wir schaffen es in wenigen Tagen, diese Möglichkeiten auch herzustellen, wenn sie technisch von dem Betrieb angezeigt werden, dass er es kann. Dann werden wir auch verwaltungsseitig so flink sein, dass das ermöglicht wird, damit gar keine Notsituation aufkommt. Letzte Bemerkung, ich halte es jetzt für notwendig, kraftvolle Signale zu geben. Die Bevölkerung wartet auf eine Erwartung und die Thüringer Landesregierung hat die gleiche Erwartung. Ganz herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident, für die Einführung. Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen in WebEx und hier im Raum. An dieser Stelle klinken wir uns aus. Der Strompreis muss vom Gaspreis getrennt werden und deutlich abgesenkt werden. Das und mehr fordert Bodo Ramelow, der Ministerpräsident von Thüringen. Das war live, die Pressekonferenz dazu aus Erfurt. Stefan Wittmann ist mir jetzt aus Berlin zugeschaltet. Er hat genau zugehört. Stefan, nicht ganz glücklich ist ja Bodo Ramelow nach eigenen Worten mit der Vorlage für die morgige Ministerpräsidentenkonferenz. Was sind denn seine wichtigsten Forderungen an die Bundesregierung? Welche sind das? Naja, zuerst hat er nochmal die dramatische Lage geschildert, hat gemeint, sowohl für Privatpersonen als auch für die Wirtschaft, die Industrie ist die Lage eben sehr angespannt und das kriegt er als Ministerpräsident Thüringens auch immer wieder vorgespiegelt und deswegen will er da ja im Prinzip aufs Gaspedal drücken und die Bundesregierung natürlich auch zum Handeln zu zwingen. Er hat zum einen gesagt, dass es eine Entkopplung des Strompreises vom Gaspreis geben muss, denn nach wie vor gilt ja das Merit-Order-Prinzip, das heißt, der Gaspreis bestimmt letztendlich auch den Strompreis, wodurch der in die Höhe schnellt. Das ist ein Anliegen, das er der Bundesregierung morgen bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit auf den Weg geben wird. Das zweite, das er angesprochen hat, war, dass die Spritpreise wieder deutlich gesenkt werden müssen. Da gäbe es derzeit eine Differenz allein zwischen Berlin und Erfurt von ungefähr 20 Cent. Auch da müsse man wieder runterkommen. Und der dritte wichtige, existenziell wichtige Punkt ist letztlich, den Gasmangel vorzubeugen. Da hat er schon angesprochen, dass ja ab dem 1.10. die Mehrwertsteuer auf Gas auf 7% sinken soll. Dazu muss aber dann auch, und so seine Forderung, die Gasumlage jetzt endlich weg und dann eben die Gasbeschaffung durch Verstaatlichung der Versorger in die Hand des Bundes gelegt werden, damit der Preis, der Gaspreis runterkommt und damit auch einheitlich in Deutschland für alle gilt. Dankeschön, Stefan Wittmann.